So sah das heute Morgen, so gegen 8 Uhr in der Region um Storndorf aus. Und das alles bei ja schon fast milden und sehr angenehmen 10 Grad Celsius. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Tag des Rallye-Sprints hier in Storndorf. Die zweite Wertungsprüfung ist schon am Laufen und die ersten Fahrzeuge, die etwas langsamen Fahrzeuge, fahren hier die Strecke entlang. Ich stehe an einem sehr interessanten Stück. Wir haben hier ungefähr 150 Meter hoch. Eine kleine Kuppe, danach geht es schön in eine Senke rein und dann hier vorn einen schönen 90 Grad Abzweig und ich bin mal gespannt, wie die Topfahrer, ja, Felix Herbold, Olaf Dobakow, Matthias Kahler und wie sie alle heißen, heute früh hier aus den Federn kommen und ob sie es hier an der Stelle für uns so richtig krachen lassen. Lässt du schon Glückwünsche auf den DRS-Sieg zu bei dem Vorsprung, den du gegenüber Anton hast? Auf keinen Fall, weil eine Rallye ist erstmal Schluss, wenn es über die Zielrampe geht. Und hier kann so viel passieren, Blattfuß, ein Dreher und dann sind die Sekunden wieder weg. Wir werden jetzt versuchen, trotzdem schnell weiterzufahren. Wir haben zwar nach für die drei Super 2000 nach vorne keine Chance, weil die fahren in einer anderen Welt auf dem Schotter. Und wir versuchen, vor ihm zu bleiben und das Beste draus zu machen und dann irgendwann ins Ziel zu kommen. Matthias, wie ich dich kenne, so richtig zufrieden mit dem Abstand an die Spitze kannst du nicht sein, oder? Na, wir hatten gestern sehr viel Pech. Das kommt halt hier bei diesem Rundkursgefahr vor. Wir sind auf dem Anton Werner aufgelaufen, das hat Zeit gekostet und einen Plattfuß gehabt, der hat sehr viel Zeit gekostet. Und das ist unser Abstand, den wir jetzt haben. Also was anderes ist es nicht. Ansonsten wäre es sehr, sehr eng. Wir wären vorne richtig dabei und so sind wir halt dahinter. Marc, sieht ganz gut aus. Du hast sozusagen den Rückstand auf dem Felix wieder gut gemacht, sogar ausgebaut jetzt auf 6 Sekunden. Macht Spaß, oder? Ja, nicht ganz, das sind 3,5 vorne. Macht auf jeden Fall Spaß. Wir haben gerade auch einmal Glück gehabt, waren ein bisschen im Acker unterwegs. Die Zeit war trotzdem noch ganz okay hier im Sterodrom. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weiterläuft. Hast du damit gerechnet, dass der Felix mit dem Ford eigentlich so schnell eigentlich auch so vorne mitfahren kann? Ja, ich bin eigentlich davon ausgegangen. Wir haben es ja bei uns auch gesehen, bei Matthias und mir dieses Jahr, dass wir am Anfang bei der Wikinger gleich super zurechtgekommen sind. Und ich habe mir das eigentlich schon so gedacht, dass der Felix da auch von vornherein dabei sein wird. Und ja, passt. Der Marc ist jetzt an dir vorbeigezogen, ist ein bisschen knapp noch. Ich habe mal mit beiden gesprochen, mit dem Marc und mit dem Matthias. Die haben gesagt, die haben eigentlich erwartet, dass du hier schon so stark bist.
Ja, wir sind selber ein bisschen überrascht. Also gestern Abend war es wirklich überraschend, dass wir da gleich eine Bestzeit gefahren sind, obwohl wir eigentlich nur ein bisschen mit dem Auto probiert haben und zum Spaß gefahren sind. Heute Morgen hat man gesehen, auf der ersten Prüfung, da habe ich dann ein bisschen vorsichtiger gemacht und wollte nichts riskieren. Da haben sie mir dann gleich mal richtig Zeit gegeben. Ich glaube, Marc war 8 Sekunden schneller wie ich. Und dafür bin ich gerade eben im Rundkurs wieder eine Bestzeit gefahren. Also es geht gerade ganz lustig hin und her und ich bin selber überrascht, dass es so gut geht eigentlich bei uns. Aber ich denke mal, die Jungs machen auch ein bisschen auf Show und fahren ein bisschen quer und das kostet natürlich auch immer Zeit. Deswegen ist es kein Problem.